Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Neil's Place. Und auch heute spiele ich wieder The Walking Dead. Und ich denke, wir starten mal direkt in die Episode hinein. Beim letzten Mal waren wir gerade mit dem Affen losgezogen, um ein paar Räuber auszunehmen. Wir haben aber nur eine irre Frau gefunden, die von dem Affen, also dem einen Farmer, erschossen worden ist. Einfach vollkommen sinnlos, nur weil sie irgendetwas sagen wollte. Und das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Und am liebsten würde ich meine ganze Truppe nehmen und von diesem Ort verschwinden, weil ich mir inzwischen nicht mehr ganz sicher bin, wie sicher wir hier wirklich sind. Aber was soll man machen? Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny? What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie das war. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, Princess. I'll do it myself. Oh Gott, die kriegen sich auch wieder in die Haare. Wundervoll. Ich mag sie beide irgendwie. Don't know. Squabbling looks like a lot of tension with y'all, huh? Don't mind them. It's how they are. Each of them wants to be in charge, you know? Well, it's probably just the hunger talking. Und sie haben beide Gründe. We'll fix that shortly. And Lee? Don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. Dein Sohn ist ein irrer Affe. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Katja ist also Tierarzt. Das hat sie mir schon mal erzählt. Ich habe es aber tatsächlich ziemlich konsequent vergessen. Hallo, Clammy. Ja, mach die Tür zu. Ah ja, ich habe Clementines Kappe gefunden. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall zurückgeben sollte. Gleich nachdem ich den Mann hier nochmal zusammengeschissen habe. Das lasse ich mir nicht entgehen. Hallo. Hello. To use her today. My girl here. You really like that gun. What's not to like? Just kind of creepy, that's all. Times like this, 1943 will keep you warmer at night than any lady I ever. You guys are pretty out in the sticks here. Hard to Scheinbar. Find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. It will be. Langsam bekomme ich hier wirklich, wirklich Angst. Aber hauptsächlich vor diesem Affen. Weil ich ihn überhaupt nicht einschätzen kann. Und keine Ahnung. Wenn ich was Falsches sage, knallt er mich wahrscheinlich auch ab. So, schauen wir, warum Clementine die Tür zugemacht hat. So. Ah, die kranke Kuh. Ja. Doug hat endlich ein Lebewesen gefunden, das auf seinem Intelligenzniveau ist. It's okay, go ahead. Kühe sind klug. Das. Sehr klug. Kluge Tiere. Wow. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Du hast es nicht probiert, oder? I don't know.
like that cow, Clint? She's pretty. Here, Clem. Here, Clementine. My hat! You found it! Yep, in einem Zelt bei einer wildfremden Frau. Find it. You said you Wie would. Kommt es dahin? Listen, Wie you kommt es dahin? Anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Warum nicht? She looks skinny. Was kann ich hier tun und warum? Ich weiß es nicht. Okay, okay, ich möchte wieder gehen. Achso, mit der anderen Maustaste. Ja. Warum? Die ist heu. Die haben wirklich nur eine Kuh. Das wollte ich gar nicht. St. John's, St. John's. Na, was habt ihr hier? Empty. Scheint auch nicht mehr so gut zu laufen hier. Ein Wischmob. What the hell is this? Ein Haufen Zeug. Okay. Warum haben die das Zeug in der Scheune? Ich meine, ja gut, ich weiß, manchmal braucht man Stauraum. Das tun würde ich. Oh, alt, da konnte ich was ansehen. Aber ich würde Zeug wie das irgendwie auf dem Dachboden stapeln, wenn ich es nicht im Haus brauche. Zeig her, was kann ich hier gucken? It's a feeding trough. Danke! Danke, danke, danke. Wolltest du mir damit nur sagen, dass du davon nichts essen kannst, oder was? Das hätte ich auch so noch zusammengekriegt, hoffe ich. Bei dem willst du es mir nicht sagen. Das scheint keiner zu sein. Also weiter. In den nächsten Raum. Oder auch nicht. Gerade eben. They're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. Ach so, ich wollte gerade sagen. What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, the guy with Katya. What's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hey, ich werde jetzt. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Weil du schwarz bist. Das. Urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Oh, Jesus, God. Man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Bitch, instead please. We can just take off the assembly. Inside and then replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Boy,
always find something. Ich kann die nie auseinanderhalten. Eddie, Danny, Affe, Gorilla. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. There's no roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Bro, right away, Doc. Sie muss irgendwo ganz in der Nähe sein. Hey, guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Distract Andy to get into the bar. How can I distract this guy? Kenny? Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Mm-hmm. How do you like that cow, Clem? That's like this auch schon. Wie komme ich raus? Da. Okay. Wir brauchen was, was ihn länger aufhält. Oh Gott, er bedroht sie. Woman like yourself run this whole place. Oh, I manage just fine. Plus, I have my boys to help out. I couldn't do it without them. Charms coming out of his ass, I guess. Hey, okay. Ich muss einmal mit dir reden. Ich muss sagen, eigentlich finde ich sie gar nicht so schlimm. Ich finde ihren Vater viel übler als sie. Bemuttert ihn nur so. Sie bemuttert ihren Vater. There may be something going on with that barn. Das ist irgendwie. The longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. And what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? Vielleicht genau darüber. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Vielleicht sollten wir tatsächlich einfach nicht in der Scheune herumwühlen und diesen Leuten einfach vertrauen. Ich meine, ja, sie sind seltsam und der Affe ist ein bisschen irre, aber müssen wir sie ausspionieren? I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Andy knows that, huh? Well, he knows. Let's see what we can do about that. Oh! That was easy. Access panel. Yo, okay. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Aber da hinten ist ein Werkzeugkasten. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Okay, ich soll das Ding nicht so häufig ausschalten. Let me see. Da ist ein Werkzeugkasten. Okay. Na, das könnte genau das sein, was du willst. Borrow heißt stehlen. Und das klingt irgendwie ziemlich nach dem Klischee, das Kenny eben bedient hat. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass Lee schwarz ist. Das ist einfach, weil er ein Arschloch ist? Nein, ich muss das nicht tun. Wink, wink.
ich fasse das sicher nicht an, solange das läuft. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, sonst kommt der Kerl hier raus und... let's take this. There, that should do it. Fucking Danny, where did he find this piece of shit? Oh, it came through a belt. Damn it all. Son of a fuck. Ja, son of a fuck, ist alles gut. So. Das ist ja schade, dass das Ding nicht mehr läuft. Sag mal, hat Danny mir jetzt eigentlich bei dem ganzen Zeug zugeschaut? Ah nein, er ist zu beschäftigt, damit seine Knarre anzuschauen. Dann ist ja gut. Hello? Irgendwas gesehen? I'm gonna go wait for supper there. It'll be a good one. I know it. So, let's check this one out. Weeks. We'll go inside the barn. Ich will wirklich nicht da drin rumwühlen. Ich meine, die Leute haben uns bisher nichts getan. Das halte ich hiermit mal fest. Ich möchte das eigentlich nicht. I picked up something I think could help with the lock. Nothing to stop you now. Es gibt Essen. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, it's dinner time! It's dinner time! Let's go to dinner! Dad! Let's eat! Kenny, come along, honey. Food. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Nein, ich werde... Nein. Should I... Nein, ich tue es nicht. Kenny kann nicht überprüfen, ob ich es getan habe. Kann ich gehen? Ja, ich kann gehen. Boy, didn't you hear the bell? Yeah. Ich bin unterwegs. Supper's ready. Der war ganz schön schnell fertig. Oh, Brenda, you're an angel. Excuse the mess. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Just oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Yeah. Habe ich das? Es sieht nicht so sauber aus. Ich kann meine Hände nicht waschen. Das Waschbecken muss kaputt sein. Halt, da ist was. Gauze Pads. Gauze Pads. Was ist das? Das kann ich nehmen. Ach ne, ich kann nur die Tür wieder zumachen. Give me something. Some kind of lotion. I could use a shave. Ja, das wäre jetzt das Dringendste, woran ich denken würde. Okay. Da ist eine Schnur. Das ist wahrscheinlich Strom. Help! Hat das niemand gehört? Vermutlich nicht. Leiseli! Nicht die großen Schritte. Das ist ein Kabel. Also hier führt ein Kabel hoch, da führt ein Kabel in den Schrank.
Warum führt das Kabel in den Schrank? Ist da ein Radio drin? Fernsehanschluss? Hey, der Strom ist ausgefallen. What the hell? Ich hab Licht eingeschaltet im Schrank. They need so much morphine for. Vielleicht ist einer von ihnen abhängig. Junkies haben viel Morphin. Also, Morphin-Junkies. Das war... Da ist ein Raum hinter diesem Bücherregal. Is that blood? Ich glaube, Mark hat ein echtes Problem. Warum behandeln sie Patienten hinter Bücherregalen? Ich kann diese Tür nicht öffnen, zumindest nicht am Türgriff. Aber in der Mitte. Mark? Alles gut bei dir? Oh Gott! Deine Wunde hat sich entzündet? Mark, ich... What the hell happened? Werde jetzt gehen. Brothers? Brothers? Nein, wir sind keine Brüder. Mark, du halluzinierst. Ich bin nicht ins Klo gefallen und ihr esst davon nichts. Barbecue. Nein, Clementine isst davon nichts. Und schneller runter. Spring. Lauf. Don't eat that. Huh? Lee, Jesus, man. Did you find something? Halt die Klappe. Halt du auch die Klappe. Ich rede jetzt. Haltet mal die Klappe. He could use some goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? You're eating Mark. You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mark, I was eating that. We need to get the kids and everyone out of here. We need to go now. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. Der Affe wird uns jetzt abknallen, aber wir gehen jetzt. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? Das ist krank. To continue to rot till they eat some more. Das ist krank. We can put that meat to better. You're sick! Sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Mark hat einen Pfeil in der Schulter. Like y'all. Clementine, run! Nobody's going anywhere. Der Mann schießt auch, Leute. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking... What the fuck? Fucking what? We're walking out of here. I don't want to die. Mommy, what did I eat? What did I eat? Everything will be okay. Lee? I gotta pee again? Lass sie los. Let go of her, you son of a bitch! Wirklich. Oh, fuck! Und damit beende ich dieses Video. Oh, Gott im Himmel. Scheiße, ist das eklig.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert das Video. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Und falls ihr mir was zu sagen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare, okay? Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch alle und ich unterdrücke gerade einen Witz von wegen, ich habe euch zum Fressen gern, also seid stolz auf mich. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott.